Hallo Internet, ich bin Pesti. Willkommen zurück bei meinem Autopsietisch. Ihr seht ihn nicht, aber er ist da. Vertraut mir. Wir werden heute über einen Film sprechen, den ich nicht besprechen wollte. Als ich angefangen habe mit diesem Format und auf nurkram.de/autopsietisch eine Liste erstellt habe mit den Filmen, die potenziell in dieses Format reinpassen, damit ihr euch einen dieser Filme als Review wünschen könnt, habe ich diesen Film ganz wie selbstverständlich mit daran aufgenommen. Aber ich war zwischendurch immer wieder ganz kurz davor, ihn von der Liste zu löschen. Und ich hätte es wahrscheinlich auch tun müssen, allerdings bevor mehrere von euch auf mich zugekommen sind und sich diesen Film gewünscht haben. Und was wäre ich denn für ein YouTuber, der sagt, hey, ihr könnt euch Sachen bei mir wünschen, wenn das Einzige, was ihr euch hier gewünscht habt, nicht in Erfüllung geht. Also werfen wir heute einen Blick auf A Serbian Film. Oder nein, werden wir nicht. Wir werden Gott sei Dank keinen Blick auf diesen Film werfen, aber ich werde euch ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe hier eine Edition, die ist ein bisschen was Besonderes. Guckt euch das mal an. A Serbian Film. Wir haben hier die Blutspritzer auf dem transparenten Case und wir haben auch einen blutigen Abdruck auf der Disc selber. Sehr minimalistisch designt und ja, tatsächlich auf ein Stück Pappe geklebt. Also das habe ich nicht gemacht, das ist auf ein Stück Pappe geklebt. Und auf der Rückseite haben wir hier den Aufkleber mit dem, was der Film zu bieten hat. Also das ist tatsächlich die Verkaufsversion vom Studio, wo ich sie damals bezogen habe, bin ich der Meinung, von den Invincible, nicht Studios, Pictures. Es ist so klein, die Schrift. Invincible Pictures, da habe ich den Film geholt, weil es zu dieser Zeit die einzige ungekürzte Version war. Deshalb steht ja auch, die Klappe geht seltsamerweise so rum auf, deshalb steht ja hier auch ganz deutlich Uncut drauf. Bei diesem Film ist es genauso wie bei jedem anderen auch, ihn in gekürzter Form zu gucken, bringt nichts und hilft einem nicht weiter und macht einen nicht glücklich. Aber bei A Serbian Film ist es so, dass euch die ungekürzte Fassung auch nicht glücklich macht. Wir könnten jetzt hier hinten die Beschreibung lesen, das bringt eigentlich nicht viel. Da ich diesen Film vom Studio direkt erworben habe, war diese Version auch ziemlich teuer. Und jedes Mal, wenn ich auf einer Filmdatenbank ein Foto dieses Covers, dieser Verkaufsversion sehe, des auf die Pappe geklebten, transparenten Slim Cases. Es ist so ein Slim Case. Ne? Wann immer ich ein Bild davon sehe, haben die mein Bild dafür benutzt. Denn es war recht neu, ich habe den bestellt und ich habe diese Fassung in der Online-Filmdatenbank in der UFDB eingetragen und habe dementsprechend auch das Cover dazu beigetragen. Also diese Version und die Rückseite eingescannt und eingetragen. Und ich meine, man sieht es an der Art und Weise, wie die Pappe zerknickt ist. Die obere Ecke da, die hat da so einen etwas markanteren Knick. Man sieht es jedenfalls, egal auf welche Filmdatenbank man geht. Wenn diese Version von A Serbian Film eingefügt ist, dann ist da meistens, ich habe es noch nie anders gesehen, dann ist da mein Scan von dieser Version drin. Also genau diese Verpackung, die ich jetzt hier in Händen halte, genau die ist im Internet recht bekannt. So, weil es eine ziemlich seltene Fassung ist. Und wenn sie jemand in seine Sammlung einträgt, in seine Datenbank, dann benutzt er mein Bild. War dementsprechend auch recht teuer. Ist auch nur eine DVD, hat glaube ich um die $40 gekostet, vielleicht mehr. Ich weiß, irgendwas um $40 rum. Es ist nur eine DVD, da sie direkt vom Studio kommt. Der Film heißt ja nicht umsonst A Serbian Film. Ein serbischer Film. Mehr können wir dem Titel nicht entnehmen. Aus diesem Grund ist der nicht synchronisiert. Der ist tatsächlich auf Serbisch. Einzig mit englischen Untertiteln. Das heißt, diese Fassung hier speziell ist nur was für Leute, die entweder Serbisch können oder gut Englisch und mitlesen wollen. Der Plot ist nicht, also ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist zu hören, was sie sagen. Im Prinzip kommt man aber auch ohne aus. Könnte man meinen, man kann sich das zusammenreimen. Aber das tut dem Film jetzt unrecht. Ich habe jedenfalls nur gesagt, zu Beginn schon,
den Film zu gucken, macht euch nicht glücklich. Ich kann jetzt, bevor ich irgendwas über diesen Film sage, und es gibt rein effekttechnisch nicht allzu viel zu sagen. Ich habe einen Zettel ohne eine Rückseite und ich habe groß geschrieben. Es gibt an brutal blutigen Szenen, wir müssen einen Unterschied machen zwischen brutalen und brutal blutigen Szenen, nicht allzu viel zu sagen. A Serbian Film ist nichts für Gorehounds. Das ist kein Horrorfilm, das ist kein Splatter. Das ist, diesen Film kauft ihr nicht, wenn ihr einen Haufen blutige Effekte sehen wollt. Das Finale ist blutig, aber bis dahin passiert verhältnismäßig wenig. Zumindest im blutigen Bereich. Warum andere furchtbare Sachen passieren, erzähle ich euch noch. Und ich werde zum großen Teil nicht sagen, was passiert, weil ich das nicht sagen möchte. Ich möchte nicht erklären, was in dem Film passiert. Wir werden das getreu dem Format des Autopsietisches angehen, aber ich werde einige Sachen nicht erwähnen, weil ich euch jetzt nochmal sage, es macht keinen Spaß, den Film zu gucken. Und das meine ich nicht auf eine Art und Weise, wie das einfachste Beispiel immer Saw oder Hostel oder irgendein Horror, Splatter, brutal, blutiger Film, bei dem am Ende der Böse gewinnt, von mir aus, und in dessen Verlauf viele Leute sterben. Das macht A Serbian Film nicht zu einem grausamen Film. Es macht keinen Spaß, den Film zu gucken. Und man fühlt sich danach nicht besser. Und man kommt sich auch nicht so vor, als wäre man gut unterhalten worden. Denn das Genre, dem man diesen Film eigentlich zuordnen müsste, wäre ein Drama. Das ist ein... A Serbian Film ist ein Drama. So. Da fühlt man sich nicht gut danach und man hat irgendwie nichts dadurch gewonnen. Also nein, ich empfehle ihn nicht. Ich empfehle euch nicht, diesen Film zu gucken. Ich kann nicht mal sagen, weil er schlecht ist. Ich kann nicht sagen, weil er zu brutal ist, weil er zu blutig ist. Guckt ihn nicht. Ich sage das jetzt nochmal ganz deutlich. Das ist jetzt keine Werbung dafür. Ihr braucht jetzt nicht auf ein Video zu warten, wo der alte Pesti sagt, Mensch, guckt diesen Film nicht, der macht euch total fertig. Das könnte ich bei American Guinea Pig Bloodshock sagen oder bei Song of Solomon. Guckt ihn nicht, der ist so brutal, den vertragt ihr nicht. Und dann könnte man es als eine Werbung hinnehmen. Aber wenn ich euch sage, guckt A Serbian Film nicht, das ist keine Werbung, sondern eine ernst gemeinte Warnung. Bier ernst gemeint. Ich war mir zu Beginn nicht mal sicher, ob ich dieses Video überhaupt Autopsietisch nennen kann oder ob ich das luftig locker leicht Logo einblenden soll. Ich habe so jetzt schon oft gesagt, in den paar Minuten, die das Video jetzt läuft, ich empfehle euch nicht, diesen Film zu gucken, weil er euch wahrscheinlich kein Vergnügen bereiten wird. So. Worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um Miloš. Einen etwas abgehalfterten und betagten Pornodarsteller, der irgendwann die Chance seines Lebens bekommt und ihm ein mysteriöser Regisseur eine Riesensumme Geld bietet, um in einem pornografischen Film teilzunehmen, ohne ihm zu sagen, worum es eigentlich geht. Und er soll nur natürlich reagieren. Der Regisseur oder der Produzent, der will also die natürlichen Reaktionen einfangen, wie Miloš sich in diesen Situationen verhalten würde. Und als ihm das nicht reicht, fängt er irgendwann an, ihn praktisch zu vergiften und gefügig zu machen, und dann dreht er total am Rad. Das Problem mit A Serbian Film ist nicht, dass er einen ehemaligen Pornodarsteller als Darsteller hat oder dass er beschreibt, wie ein Porno gedreht wird oder einer mit pornografischen Handlungen, sagen wir mal so. Es geht denen viel um die Story, wie sich die Charaktere verhalten. Das Problem mit der Serbian Film ist, dass er diese magische Grenze überschreitet, bei der man sagt, jetzt ist mit dem guten Geschmack vorbei. Das hat nichts damit zu tun, wenn in, wie hieß er, nicht Deep Web Triple X, sondern dieser andere, Torment, das hat nichts damit zu tun, wenn der Entormit in Großaufnahme dem Typen irgendeine Flasche in den Arsch steckt. Nein, das hat damit zu tun, wenn der Regisseur von einem Serbian Film, ich kann die Namen sowieso nicht aussprechen, es sind Serben, viele Konsonanten, wenig Vokale, wenn dieser Regisseur der Meinung ist, was könnten wir denn jetzt in unseren Film einbauen, was es so noch nie gegeben hat?
Oder anders gefragt, was gab es schon und wie können wir das übertrumpfen? Die Szenen in dem Spielfilm, der innerhalb des Serbian-Films gedreht wird, der mit seinen pornografischen Handlungen, der bewegt sich sehr schnell an den Grenzen des ethisch Vertretbaren und dann genauso schnell an den Grenzen des legalen Filmemachens. Natürlich ist es A Serbian Film, ich muss das immer hin und her springen zwischen A Serbian Film und dem Film, den der Regisseur innerhalb dieses Films drehen möchte. Nicht, dass er jetzt durcheinander kommt. A Serbian Film ist natürlich kein Snuff-Film. Und das ist auch kein Dokumentationsfilm. Es ist ein Spielfilm. Es sind alles Schauspieler. Niemand wird verletzt. Und niemandes Menschenrechte werden hier wirklich verletzt. Und niemand wird wirklich vergewaltigt. Es ist trotzdem ein Spielfilm. Es ist nicht illegal für mich, den zu besitzen. Das sind Schauspieler, es ist ein Spielfilm. So. Aber der Film, der innerhalb des Serbian-Films gedreht wird, ist das halt nicht mehr. Wir sehen hier also diverse Vergewaltigungsszenen, die aber nicht einfach nur zelebriert werden, wie in Ich spuck auf dein Grab, sondern um eine weitere Schippe ins Extremere gerückt werden. Ich weiß, ich rede immer wirrer und es tut mir auch leid, aber es fällt mir dann schwer, das zu sagen, denn der Film, der in A Serbian Film gedreht wird, oder wir sagen einfach in A Serbian Film, kommen diverse sexuelle Gewaltvorgänge an Kindern vor. So, das wird das einzige Mal sein, dass ich das erwähne. Wenn euch das als Warnung nicht reicht, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ich war, als er auf den Markt gekommen war, sehr daran interessiert, weil alle gesagt haben, der überschreitet Grenzen. Und ich jetzt als Filmfan gucke mir gerne so einen Film an, unvoreingenommen, und möchte herausfinden, was sind das für Grenzen? Und ist das, was die Leute über den Film gesagt haben, für mich plausibel? Ich lese nicht eine Rezension und lese mir durch, was in dem Film passiert, bevor ich ihn kenne. Ich will mir mein eigenes Bild machen. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich glaube, wenn ich eine Zusammenfassung gelesen hätte, was in dem Film passiert, dann hätte ich darauf verzichtet. Weil es ist eigentlich völliger Blödsinn, dass diese Verpackung in Blut getränkt ist, weil er bis auf die letzten ein, zwei Szenen nicht so blutig ist. Jedenfalls nichts, was so ein Cover rechtfertigen würde. Denn dieses Cover führt den gemeinen Käufer in die Irre und verspricht ihm hier eine Schlachtplatte, die es so gesehen über scheinbar die gesamte Länge des Filmes nicht gibt. Die diversen Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt und dergleichen werde ich nicht extra erwähnen, weil ich mir nicht sicher bin, inwieweit ich das erwähnen darf. Wie gesagt, natürlich auf Deutschland, in Deutschland nicht zu haben, dieser Film. Ich gebe ihn, glaube ich, um die 20 Minuten gekürzt. Ich weiß nicht, was man davon hat. Der ist dann immer noch ab 18, sicher. Aber da fehlt dann halt der Film. Also da macht es noch weniger Sinn, ihn zu gucken, weil er dann nicht mal das rüberbringt, was er scheinbar möchte, nämlich dem Zuschauer keinen Spaß machen. Da sitzt er dann nur am Ende und fragt das so ein bisschen, ja, das war jetzt seltsam. Ihr seht, ich hab hier ein bisschen Probleme, den zu beschreiben. Wir kommen jetzt einfach mal zu den blutigen Effekten, die wir immer besprechen. Und dann weiß ich nicht, ob mir noch ein paar Worte dazu einfallen. Ich kann nur erneut betonen, guckt ihn nicht. So, ich bin da. Ja? Der alte Pesti ist da und sagt euch, guckt diesen Film nicht. Und das ist keine Werbung, das ist eine Warnung. Eine ernst gemeinte. Den Film will ich auch niemandem verleihen. Den will ich auch nicht verkaufen oder verschenken, weil ihn dann am Ende einer anguckt. Der steht bei mir im Regal und ich werde ihn wahrscheinlich nie wieder angucken. Und ich musste ihn jetzt für dieses Review nochmal angucken, aber Freude gemacht hat mir das nicht. In diesen 104 Minuten hätte ich lieber was anderes gemacht. Ich war gestern Abend im Kino, habe den neuen Christopher Nolan geguckt, Tenet. Das war fantastisch. Da wurde ich für 2,5-3 Stunden richtig gut unterhalten. Der ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht absurd, komisch oder so. Er ist nicht brutal interessant, er ist einfach grausam. So. Also. A Serbian Film, die Effekte. Hier gibt es, ich habe jetzt
so gut wie alles aufgeschrieben, auch wenn es teilweise nicht so schlimm ist. Es gibt ein paar Schläge ins Gesicht. Das ist das Erste, was passiert nach einer halben, dreiviertel Stunde. Und dann gibt es etwas Mini-Blut. Das ist nur so ein Tropfen bei einem Penisbiss. Ich meine, natürlich, ein Penisbiss muss vorhanden sein. Der Film geizt nicht damit, Penis und Brüste zu zeigen. Mehr sehen wir nicht. Das muss ausreichen für den geneigten Filmfan. Ich meine, in Torment war mehr davon zu sehen, aber das war auch absurd. Also, hier wird mit Nacktheit nicht gegeizt. Ich meine, die drehen in Porno, was soll man? Also, gut, egal. Es ist so gesehen kein Pornograf. Also, der Serbian-Film selber hat keine expliziten pornografischen Szenen drin. Denn wäre wahrscheinlich verboten. Also weltweit, dann hätten sie wahrscheinlich den Regisseur verhaftet. Mehr sage ich dazu nicht. Ich sage euch, bitte googelt nicht nach diesem Film. Wenn ihr nach diesem Film googelt, dann wird eine der Überschriften der Zusammenfassung des Reviews den Begriff enthalten, der die Szene in einem Wort beschreibt, die ich euch nicht beschreiben werde. Und das hat einen Grund, warum ich euch diese Szene nicht beschreibe. Ich müsste nur ein Wort sagen und ihr wüsstet, worum es geht. Aber ihr wollt nicht wissen, worum es geht. Vertraut mir. Bitte. Also, Schläge ins Gesicht, ein bisschen Mini-Blut bei einem Makro-Penisbiss. Nicht so dramatisch, eher ein bisschen erschreckend. Dann gibt es relativ blutige Einzelbild-Flashbacks. Nachdem Milos hier mit Drogen vollgepumpt wurde und dann irgendwann wieder aufwacht, gibt es blutige Einzelbild-Flashbacks, fast so wie in Event Horizon, wenn ihr euch an den erinnern könnt. Diese einzelnen Flashbacks, die sieht man tatsächlich später noch im Film, als er sich daran erinnert, was passiert ist. Dann sehen wir eine kurze Aufnahme, wie er Blut pinkelt. Ja gut, das ist halt wieder so diese Kameraaufnahme von hinten durch die Beine durchgefilmt, von Klo stehen, da kommt ein roter Strahl, ist nicht so dramatisch. Ich dachte, ich erwähne es. Dann gibt es die erste explizite Gewaltszene, dauert bestimmt eine Stunde oder so, bis wir die sehen. Nee, das ist eigentlich nicht wichtig. Es gibt Schläge auf den Rücken einer Frau, die auf dem Bauch liegt. Und dann schlägt ihr jemand eine riesen Machete in den Nacken, zweimal, bis der Kopf abfällt und das ist extrem blutig. Da kommt ein richtiger Blutstrahl raus und der Kopf liegt da und das ist alles total blutig. So, mehr muss man zu dieser Szene eigentlich nicht sagen. Dann gibt es später zwei sehr akustisch dominante Genickbrüche. Unblutig, Genickbruch, zack, von hinten, kennt man. Dann sehen wir, wie jemand mit dem Hinterkopf auf den Boden geschlagen wird. Er wird so festgehalten mit beiden Händen und wird dann immer so auf den Boden geschlagen, bis ihm irgendwann der Schädel aufknackt oder so. Dann gibt es einen sehr blutigen Kehlenbiss, inklusive das Fleisch wegspucken und das sprudelt Blut aus der Wunde am Hals, klar. Und dann gibt es noch eine Statue, vielleicht, es war ein bisschen schwer zu sehen, eine Statue, vielleicht war es auch eine Büste, die jemand nimmt und jemand anderem immer wieder aufs Gesicht schlägt, bis von dem nicht mehr viel übrig ist. Da sieht man die Hälfte auch nur im Off. Also es ist nicht so explizit, wie man denkt, aber es ist sehr, sehr blutig. Die sind alle mit Blut überströmt, weil es einfach so viel sprudelt. Und dann kommt eine Szene, die man fast schon als lustig bezeichnen könnte. Milos ist ja nun mal ein ehemaliger Pornodarsteller und er schafft es tatsächlich, jemanden mit seinem Penis zu töten. Jetzt passt mal auf, das ist der einzige, auch nur annähernd witzige Moment, weil er so absurd ist. Der nimmt seinen erigierten Penis und da kniet sein Opfer vor ihm und er nimmt seinen Penis und steckt ihn durchs Auge bis ins Hirn. Mit knackenden Geräuschen, wer weiß, wo die herkommen, denn eigentlich muss er ja noch die dünne Schädelwand durchbrechen zwischen Augapfel und Hirn. Jedenfalls sticht er ihm mit seinem steinharten Glied durchs Auge ins Hirn und der Typ stirbt. So, wie lange hat denn das jetzt gedauert? Nicht so lange. Wenn der Film jetzt nur aus diesen Effekten bestehen würde, dann wäre das nichts Dramatisches. Warum der Film dramatisch ist, ist die diverse sexuelle Gewalt gegen Menschen aller Art. So, genauer will ich das nicht ausdrücken.
Ich kann es nicht noch deutlicher sagen. Ich habe im Vorfeld viel über den Film nachgedacht. Als der erste Zuschauer kam und sich den Film gewünscht hat, und danach kam, glaube ich, nochmal zwei oder drei. Als das erste Mal jemand danach gefragt hat und jedes Mal, wenn diese Frage wieder aufkam, habe ich bestimmt eine Stunde darüber nachgedacht, wie ich über diesen Film reden könnte. Was ich sagen könnte, um euch davon zu überzeugen, dass ich nicht versuche, euch zu verarschen, sondern dass ich versuche, euch was Gutes zu tun, indem ich euch sage, ihr solltet diesen Film nicht gucken und dass das keine Werbung ist, sondern eine Warnung. Ich denke, ich kann nichts tun, um euch das vernünftig rüberzubringen. Es wird genug Leute geben, die dieses Video sehen und das als Bestätigung ansehen, dass man den Film gucken sollte und mich als zu verweichlicht hinstellt oder sonst was. Ich meine, ich habe niemandem was zu beweisen. Ich gucke mir gerne einen brutalen Film an. Ich mag Splatter. Ich mag blutige Effekte. Ich mag die Japanosplatter. Gebt mir, was ihr wollt. Torment und Deep Web Triple X war einfach nur albern. Aber Little Necro Red, der war so absurd. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, die letzten 5 Minuten des Films zu erklären, weil so viel passiert. Fand ich super. Aber das hier, Leute. Ich kann jetzt nicht mal sagen, das geht einfach am guten Geschmack vorbei, weil das auch Werbung ist. Heutzutage kann man jede Warnung und alles, was einen eigentlich davon abhalten sollte, so einen Film zu gucken, stolz auf die Verpackung eines Filmes drucken und es gilt als Werbung. Und Leute denken, oh, das ist ja toll. Das ist nicht toll. Wirklich nicht. Als ich ihn das erste Mal geguckt habe, ich glaube, der ist von 2008. Also es ist, glaube ich, 10 Jahre her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Da war ich mir nicht sicher, ob ich ihn jemals nochmal gucken werde. Dann habe ich ihn irgendwann 5 Jahre später nochmal geguckt. Dann war ich mir sicher, ja, den brauche ich nicht nochmal. Und jetzt habe ich ihn das dritte Mal geguckt. Und ich werde bis an mein Lebensende wissen, wie oft ich den geguckt habe, falls ich irgendwann dazu genötigt werde, ihn ein viertes Mal zu sehen, aus welchen Gründen auch immer. Aber das wird bei keinem anderen Film passieren. Und ich bin tatsächlich froh, dass wenn er in meinem Regal steht, so flach ist, der hat keinen Rücken, dass ich den nicht sehe, wenn ich unter A in meinem Film gucke, in meinem Filmregal gucke, wo so schöne Sachen wie Antichrist, A Day of Violence, das sind jetzt schlechte Beispiele. Ich meine Sachen wie Asterix natürlich, ne? Und Agent 00 nix. Also, ich bin froh, dass ich den Titel dieses Filmes nicht so oft sehe. Und ich bin froh, dass er mir nicht so oft entgegenkommt. Weil die Szenen in dem Film sind grausam, verstörend, zeigen, wie Milosch, der Hauptdarsteller hier selber, mit sich zu kämpfen hat und dann irgendwann nachgibt und wie er immer mehr zum Psychopathen mutiert und wie man das, was man sieht, einfach nicht so leicht verdauen kann. Und das klingt jetzt auch wieder wie ein Werbespruch. Wer es verdauen kann, mit dem stimmt etwas nicht. Und damit meine ich nicht wie Tokyo Gore Police oder so. Oh mein Gott, wer diesen Film gucken kann und sich nicht übergeben muss, na der ist aber vor der ganz harten Sonne Sorte. Und jetzt geht los, liebe Kinder, und kauft euch diesen Film. Nein, das hat doch überhaupt nichts mit Jugendschutz zu tun. Ich würde das keinem Volljährigen empfehlen und auch keinem 30-Jährigen. Ich würde diesen Film niemandem empfehlen. Und wenn mich jemand bittet, ihm den Film auszuleihen, dann sage ich nein. Musst du dir selber besorgen. Wenn du unbedingt der Bote deines eigenen Untergangs sein möchtest, dann bitte sehr, dann kauf dir den Film und sieh zu, was du davon hast. Aber ich möchte kein Teil davon sein. Es tut mir leid, aber so sieht's aus. Und meiner Meinung nach begehe ich hier sowieso schon eine Gratwanderung, wenn ich sowieso so unverfroren, unverhohlen irgendwie so über solche Filme rede und die Titel ausspreche und euch nur beschreibe, was darin zu sehen ist. Da spiele ich, glaube ich, schon Roulette mit meinem Kanal. Aber wenn ich euch erzähle, warum dieser Film so grausam ist und warum ihr ihn nicht gucken solltet, dann kann ich ihn wahrscheinlich in einer Woche zumachen. Also, ihr solltet ihn nicht gucken, gerade deshalb, weil er gut gemacht ist. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich rede nicht gegen eine Wand. Ich wurde auch gefragt, ist denn A Serbian Film härter als Bloodshock? Ja, wie soll ich das beantworten?
Ihr werdet in Serbian-Filmen nicht sehen, wie jemandem mit einer Drahtsäge das Brustbein zerschnitten wird, längs, während das Opfer bei Bewusstsein ist. Das werdet ihr nicht sehen. Aber er ist dadurch nicht weniger grausam. Oh, mir fällt es so schwer, das zu beschreiben, ohne euch zu sagen, was passiert. Ich will es euch nicht sagen. Wirklich nicht. Und ich bitte euch, sucht nicht danach. Lest euch kein Review durch. Geht nicht auf die OFDB, geht nicht auf die IMDb, lest euch kein Review dazu durch. Wie gesagt, selbst in den Google-Ergebnissen wird euch wahrscheinlich sofort entgegenspringen die Überschrift, was in diesen Szenen passiert. Und ganz ehrlich, ein normaler Mensch möchte das nicht wissen. So. Wie gesagt, ich hätte den Film niemals selbstständig rezensiert, niemals selbstständig an Autopsietisch verpasst. Das ist eigentlich dem Autopsietisch nicht würdig. Er passt vom Genre eigentlich gar nicht rein. Das ist so, wie wenn ich Rambo rezensieren würde. Das passt nicht rein. Also, ihr seid es schuld. Wenn sich das nicht jemand gewünscht hätte und nicht mehrere Leute und dann mehrere Leute nochmal. Denn hätte ich den Film nicht angefasst und kein Video davon gemacht. Ich habe überlegt, ob ich ein Video mache und es nicht Autopsietisch nenne und euch einfach nur sage, warum ich zu diesem Film kein Autopsietisch mache und warum ich ihn nicht nochmal gucken will. Aber ich glaube, das erreicht nicht genug Leute. Ich hoffe, dass ich euch verdeutlichen konnte, was ich davon halte und was. Also. Ich bin kein Fan von dem Film, aber wenn er schlecht wäre, dann könnte man wenigstens drüber lachen. Das kann man nicht. Alleine für die Ideen, die der Regisseur hatte, kann man das Machwerk eigentlich schon nicht mögen. So. So könnte ich jetzt ein geschriebenes Review abgeben und sagen 9 von 10 Punkten. Versteht ihr, was ich meine? Würdest du diesen Artikel einem Freund empfehlen? Nein. 5 Sterne. Also, ne? So ungefähr ist das. Wie wenn ihr irgendwelche Steam-Reviews lest und da steht dann 150 Stunden gespielt, negativ. Wie negativ? Was sollte das bedeuten? Also 150 Stunden gespielt. Ich habe diesen Film dreimal geguckt und habe ein Video darüber gedreht, was wahrscheinlich eine halbe Stunde geht. Und du willst mir erzählen, du magst den Film nicht. Ha, ich hab dich durchschaut. Ja, habt ihr nicht. Nein. Nein, habt ihr nicht. Ach. Guckt ihn nicht. Guckt ihn. Tut euch selber einen Riesengefallen. Ihr könnt euch jetzt sofort selber einen Riesengefallen tun. Und jeden Film gucken, den ich bei mir rezensiert habe. Gar kein Problem. Die sind brutal, die sind gewalttätig. Effekte, die ihr euch vorher schon anhören könnt, auf die ihr euch freuen könnt. Guckt jeden Film. Alles besser. Guckt nicht einen Serbian-Film. Wirklich. Es ist wirklich die intelligentere Entscheidung. Ihr gewinnt auch durch das Angucken dieses Films nicht an irgendwelcher Lebenserfahrung. Ihr seid nicht weiser danach. Es geht euch nicht besser danach. Der Film hat mich jetzt nicht in Depression gestürzt, aber ich habe ein paar Tage lang darüber nachgedacht. Und es war nicht schön. Kann man einfach nicht behaupten. Natürlich ist es ein Spielfilm. Man kann das ganz eiskalt angehen und sagen, ja, ist ja alles nicht echt, was passiert. Aber diesen Film zu gucken, ohne eine Miene zu verziehen, das ist einfach nicht drin. Nochmal, das ist keine Werbung. Wirklich nicht. Ich kann nicht noch ernster sein, außer nicht zu lächeln. Guckt ihn nicht an, bitte. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.